Das bin ich auf der von uns aus linken Seite. Ja, Sie sehen, ich habe das EK1 schon. Das muss nach dem Frankreich-Feldzug sein, denn ich habe das EK1 in Frankreich bekommen. Und wir sind dann ausgelagert worden in Wannsee, das ist ein Vorort von Berlin, ein bekannter, in Schulen. Da sind wir untergekommen und von diesen Schulen aus sind wir dann nach Afrika, also über Italien, Neapel nach Afrika verschifft worden, als feststand, dass deutsche Truppen nach Nordafrika kommen sollten. Das ist in Wannsee eine Schule, in der wir dann auch untergebracht waren. Sie sehen, das ist jetzt schon Februar 1941 und Sie sehen, das sind die Volkswagen von damals, die VW Kübel, und das sind die 750er Beiwagenmaschinen, so wie sie dann auch mit uns in den Krieg ausgerückt sind. Libyen war italienisch und die Engländer hatten ja in einem Run von Kairo ausgehend, ich glaube, 250.000 italienische Soldaten gefangen genommen. Es war also ein gewaltiger Rückzug, ein Zusammenbruch der ganzen italienischen Armee. Und da hatte Mussolini wohl seinen Freund Adolf Hitler gebeten, ob der nicht helfen könnte. Und der hat ohne es eigentlich zu wollen, weil er natürlich auch mit Recht befürchtete, dass damit wieder eine neue Front entsteht, dann zugesagt. Und dann wurde praktisch zunächst mal eine Aufklärungsabteilung, eine Panzerabteilung und ein Schützenregiment runtergeschickt. Das war alles. Sie sehen, das ist schon der Zug, mit dem wir nach Italien rollen sollen. Lastwagen und alles wird aufgepackt. Das ist Berlin. Berlin, Februar, Bahnhof Wannsee, Güterbahnhof Wannsee. Sie sehen das berühmte Kochgeschirr, was die Lanzer da haben. Und da ist die Feldküche. Das Mittagessen und auch die ganze Verpflegung war für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften die gleiche. Wir kriegten alle aus der Feldküche das Gleiche, während sie in Italien unten in der Wüste doch erlebten, dass die Offizierkorps in Bunkern an weißgedeckten Tischen mit Wein und fabelhafte Bedienung und so weiter einen sehr viel besseren Fraß bekamen als die Mannschaften. Und der Unterschied zwischen Offizier und Nicht-Offizier war doch sehr viel extremer, als er bei uns war. Es war also die berühmte Volksgemeinschaft, die sich da ausdrückte. Und das hatte natürlich, das muss man zweifellos sehen, für den Kampfgeist der Truppe war das natürlich eine tolle Sache, dass wir eigentlich uns genauso vor denen beweisen mussten, wie jeder andere es machen musste und jeder Unteroffizier und jeder Obergefreite es machen musste. Sie sehen, das sind schon Bilder, die aus dem Fenster mit meiner kleinen Kodak gedreht sind. Die Berge und die Aquädukt, die Wasserleitung, das könnte schon in der Toskana sein. Und das war natürlich für uns alle, auch meine ganzen Berliner Mann, die Soldaten, die da waren, natürlich toll. Nun aus dem Berlin, wo wir so 10 bis 20 Grad Kälte hatten, wir hatten ja einen sehr kalten Winter, dann nun Ende Februar schon in die südliche Landschaft zu kommen, wo die Apfelsinen aus den grünen Bäumen leuchteten und man eben doch plötzlich eine ganz andere Welt kennenlernte. Denn damals waren viele von meinen Mann, die dabei waren, waren nie in Italien gewesen. Damals reiste man noch nicht so viel, wie es heute der Fall ist. Es war ja auch eine Frage der Devisen.
Ich nehme an, das ist in den Vorfeldern von Italien an einem Güterbahnhof, wo wir ausgeladen wurden. Ich war damals Hauptmann. Ich war in Frankreich als auch Oberleutnant und war durch den Tod meines Vorgängers, der gleich am zweiten Tag in Belgien gefallen war, war ich dann Kompaniechef geworden, also Leiter der Kompanie, und war dann auch Hauptmann geworden. Wir waren dann in Neapel, in der berühmten, dem Schloss und mit Kasernen, die dazu gehörten, La Caserta untergebracht. Und da lag auch ein italienisches Kavallerieregiment, die uns sehr freundlich aufnahmen und mit denen wir also auch einen großen Umtrunk gemacht haben. Ich glaube, das sind Bilder, wo wir zusammen mit den Italienern im Casino, wie man es ja damals nannte, die ersten Alkoholiker austauschten. Wir hatten eigentlich noch keine Ahnung, wo was losgehen würde. Wir wussten dann aber, dass wir mit dem Schiff wegtransportiert werden sollte und dass das 2 Tage oder jedenfalls 2 Nächte dauern würde. Und wir waren dann auch beim Hafenkommandanten, das Offizierkorps, der uns also mitteilte, was in den Schiffen alles drin war. Das war ein Hamburger, der immer sagte, in dem Schiff sind im Backbord sind 400 Tonnen Benzin und Achtern liegen 800 Tonnen Munition. Und wenn dann Torpedo reingeht, dann geht das Schiff in die Luft und das wollen wir ja nun nicht. Und das wollen wir ja nun nicht, das wurde dann der markante Spruch für den ganzen Afrika-Feldzug. Aber dann erfuhren wir natürlich, dass es eigentlich nur um die Überfahrt bis Tripolis gehen würde, also auf der Landkarte eine relativ kurze Strecke. Aber wie harmlos die Kriegsverhältnisse damals noch waren, zeigt, dass wir dort in ein Hotel gehen konnten und von dort aus noch über die Vermittlung uns mit London verbinden lassen konnten. Also es war überhaupt kein Kunststück für einen, der uns böse wollte, ins Hotel zu gehen und zu sagen, hier kommt gerade eine Abteilung Deutsche, die verladen auf dem Schiff Adana und die fahren weg und ich habe gehört, die wollen nach Tripolis rüber. Dass da nichts passiert ist und wir heil rübergekommen sind, ist wirklich ein Wunder. Aber Sie sehen, wie wenig die Kriegsmaschine auch in Italien angelaufen war. Da waren überall Möglichkeiten zu entkommen. Das ist also die Verladung von unseren ganzen Habseligkeiten, aber natürlich insbesondere Munition und Treibstoff und Waffen und unsere Panzer und Geräte. Das Persönliche war mein Wagen. Sie sehen diese sogenannten Kübelwagen. Ich stehe da oben an der Reling oder wie man das Schiff nennt. Ich hatte also für Ordnung zu sorgen, wenn also eine von den Lanzern irgendwelchen Mist machte, dann musste ich sagen, komm mal nur zurück und so weiter. Also ich war für die militärische Ordnung war ich verantwortlich auf diesem Schiff. Sie sehen, das sind die deutschen Flugzeuge, die Schutz um uns und die natürlich auch, wenn ein U-Boot gekommen wäre und die es geortet hätten, hätten die das mit Bomben belegen können und doch beim Abschuss verhindern können. Da gehe ich selber die Treppe runter und gucke aus der Luke. Das hat alles dieser nette Herr Schönfisch, der Fußmäler war, dann den Apparat gehabt und hat diese Aufnahmen gemacht. Das ging sehr locker zu. Das war überhaupt der große Vorteil auch der Führung von Rommel, dass er auf, ich würde mal sagen, Äußerlichkeiten, die sicher in Preußens Gloria auch eine große Rolle spielten bei den Aufgaben, die das Militär damals hatte. Das war bei Rommel überhaupt nicht. Sie werden sehen, später sind wir auch mit englischen Lederjacken und ich weiß nicht, was für Uniformen da rumgewudelt. Und nie hat der Rommel irgendwas gesagt, machen Sie einen Knopf zu oder sowas. Das war also nicht seine Angelegenheit, sondern der wollte, dass die Sache gut geregelt wird.
Ich glaube, das ist jetzt schon die Ankunft in den Hafen von Tripolis. Rommel stand am Hafen und sagte, rief uns zu, Karle, macht schnell und so weiter. Sie sehen eine witzige Sache. Wir sollten eigentlich in Neapel unsere Wehrmachtsuniform ausziehen und sollten in Neapel schon dann mit den Truppenuniformen kommen. Das erlaubte die katholische Kirche nicht, weil wir kurze Hosen hatten. Und damals erlaubte die Kirche nicht, dass Männer mit kurzen Hosen in den Straßen sich sehen ließen. Und deswegen sind wir dann von dem Rommel zunächst mal in ein Stadion nach Tripolis geschickt worden, mussten uns da die Klamotten ausziehen, die wurden auf einen großen Haufen geschmissen und wir zogen unsere Tropenuniformen an. Das ist in Tripolis, so wie es damals war. Sie sehen uns alle mit Tropenhelme, die wir dann später im Gefecht und so weiter im Tageslauf eigentlich nie angehabt haben, weil sie zu mächtig sind und sie stören natürlich beim Laufen und Hinwerfen und so weiter, kommt ihnen das Biest vor die Augen und auf die Nase und das ist nicht etwas im Kampf. Sie sehen, das sind unsere Kübelwagen. Ich stehe da vorne als Kompaniechef. Das sind die berühmten Vierrad-Panzerspähwagen, die sich sehr bewährt haben, auch in der Wüste prima waren. Schon ihr italienischer Filmkollege. Und Sie sehen, wir haben damals alle noch mit Grüßen mit der rechten Hand an die Kopfbedeckung gegrüßt, also nicht mit dem Hitlergruß. Das wurde ja erst nach dem Attentat auf Hitler eingeführt, 1944. Das ist der kleine Volkswagen, der sich sehr bewährt hat, der auch so leicht war, dass man das Biest eben aus jedem Graben rausheben konnte, vier Mann, vier Ecken. Aber hier sehen Sie, wie diese Motorräder, diese 750er BMW mit fabelhaften Motoren, aber wie die überlastet sind mit drei Männern, die natürlich alle 100 Kilogramm mindestens schwer waren, mit schweren Uniformen und dann mit der ganzen Munition und den Maschinengewehren. Da sehen Sie schon die Wüste, die da ja anfängt und an deren Rand von Westen nach Osten, also nach Kairo hin, eine Asphaltstraße geht, die berühmte Via Balbia, die praktisch nach dem immer so in der Entfernung von 100 Metern, mal einen Kilometer vom Meer entfernt, praktisch an der Küste entlang nach Kairo führt. Das ist die Via Balbia, so wie Sie sehen. Wir wurden ja von Rommel gleich in Richtung nach Osten verlagert und sind dann gleich in den ersten zwei Tagen, glaube ich, 250 Kilometer ostwärts gegangen. Und die Engländer sind dann ja gleich über 500 Kilometer nach Osten zurück ausgewichen, weil sie sich von Kairo aus verausgabt hatten und keinen Nachschub hatten und so weiter. Als Aufklärungsabteilung war damals die Aufgabe feststellen, wo ist der Engländer? Wenn wir können, den Engländer aus den Positionen rausbringen, wenn nicht, melden, wo er ist und sehen, wo er stark ist, wo er schwach ist und dann die entsprechenden Truppenpanzer angreifen lassen und dann wieder weiter vor, um aufzuklären. Zum Beispiel ist die Grenze zwischen in Bardia, zwischen Ägypten und Dings, ist die ausgebaut, sind da Truppen oder ist die frei, können wir darüber und so weiter. Nicht? Sie sehen jetzt schon der erste Sandsturm, in den wir kamen, von den Italienern Ghibli genannt. Das ist der warme Sandsturm und Garbi ist der kalte. Das sind also Bilder, wie sie eben so aus dem Tagesgeschehen gemacht wurden.
Sie sehen, wie wir die Maschinen wegen des Sandsturmes dann so ein bisschen eingegraben haben. Aber Sie können sich vorstellen, dass natürlich bei diesen Maschinen, wo ja die Zylinder offen liegen und dann die Zündkerzen drin sind, was das für eine Versandung gab durch diesen irrsinnig scharfen Sandsturm. Das ist ja wie so eine Zündkerzenreinigung, so ist dieser Sandsturm auch auf ihrer Haut zu merken. Also wenn die Araber alle in Burnusse verhüllt gehen, dann ist das auch der Schutz gegen diese Unwetter. Das sind so kleine Wüstenforts, wie übrigens das Wüstenfort, das wir dann als erstes erobert haben, auch sogar unter meiner Führung, das hieß Ella Geila. Und die Berliner Jungs nannten das natürlich gleich die geile Ella. Und das war an der Via Balbia, dieses, was Sie hier sehen, kleine Wüstenfort, was aber auf der Karte eine Rolle spielte. Und da war auch ein Feldflugplatz für die Engländer. Aber das lag so vielleicht 2 Kilometer einwärts. Und das haben wir in einem kleinen Streich nachts mit 5 Stunden zu Fuß am Meer entlang und dann da rein. Und dann stellte sich heraus, dass die Engländer Gott sei Dank nicht drin sind. Und dann haben wir uns da eingenistet und haben dann, als die Engländer morgens kamen, haben wir sie dann gefangen genommen. Das kam sogar in den Wehrmachtsbericht und ich weiß nicht was alles, obwohl es im Grunde genommen eine lächerliche Geschichte war, wirklich wie ein Karl-May-Abenteuer, aber es spielte auf den großen Karten spielte es eine Rolle und es war eben auch für die Engländer noch ein Zeichen, dass die deutschen Truppen da waren und dass sie damit rechnen mussten. Sie sehen den ersten Panzerspähwagen, den Engländer und die ersten englischen Gefangenen, die wir in dieser Nacht oder am nächsten Morgen gemacht haben. Das ist schon einer der englischen Beutewagen, die wir erobert haben, ein Bedford. Die Engländer hatten ja mit all solchen Dingen aus ihrer kolonialen Zeit hatten hier große Erfahrung und auch das machte sich auf die Fahrzeugherstellung auch bemerkbar, dass die sagen, die müssen also bessere Federn haben und das und das und jenes und so weiter. Übrigens, Sie werden jetzt sehen, dass auf den Autos sehr oft große Hakenkreuzfahnen drauf sind. Das ist nicht unser Bekenntnis, dass wir große Hitlerparteileute sind, das bin ich mit einem Oberleutnant Gerasch, sondern wir haben die ersten großen Verluste gehabt, weil eine Staffel von He-111 deutschen Flugzeugen uns als Kolonne mit Bedford nicht als Deutsche erkannte, sondern als englische Truppe und beschoss. Und wir haben, das sind wieder englische Gefangene, wie Sie sehen. Das ist ein englischer Gefangener da in der kurzen Hose. Und daraufhin wurde vorgesehen, dass alle Fahrzeuge, soweit möglich, mit einer Hakenkreuzfahne nach oben so erkennbar gemacht sind für die Flieger, dass die sehen, soweit es eben möglich war, bei relativ tiefen, also aus 3000 Meter können Sie das nicht sehen, aber bei den Tiefangriffen. Und wir waren bei diesem Verlust, wo wir 13 Tote gehabt haben in meiner Kompanie, was sehr viel ist bei 180 Leuten, wurde das dann besser. Sie sehen hier, ist ganz interessant, die im Rückmarsch befindliche italienische Armee, Infanteristen, die von den Engländern geschlagen zurückgehen. Da waren über 200.000 gefangen worden und der Rest flüchtete, kaum mit Fahrzeugen, sondern zu Fuß. Und diese armen Leute latschten durch die Wüste am Tag 30, 40 Kilometer, kaum versorgt und so weiter, versuchten Wasser zu bekommen. Das sind jetzt Bilder vom Offizierkorps. Da bin ich als Kompaniechef und da haben diese Soldaten haben das EK1 bekommen. Sie sehen, wir haben so englische Lederjacken an, die sehr gut waren, weil sie die Nieren schützten. Das ist so, ich will mal sagen, das ist so schon April 1942, 1941 natürlich.
Ich bin das mit der Lederjacke, der englischen, die wir so in Fahrzeugen dann vorgefunden haben. Denn die Engländer hatten das Pech, dass sie nicht genügend mit Treibstoff versorgt waren. Und in der ganzen Gegend auf ihrem Vormarsch standen niegelnagelneue Panzer und Fahrzeuge, die kein Benzin mehr hatten und die Leute waren weg. Das ist ein englischer Spähwagen. Das sind wirklich klapprige alte Dinger. Der könnte noch aus dem alten Ersten Weltkrieg sein. Und die hatten eine so schlechte Panzerung, damals die ersten, dass man mit Maschinengewehr konnten sie da quer durchschießen. Also es war für diese armen Engländer keine Freude. Übrigens ist das dieses Grab von diesen 13 Soldaten, die durch deutsche Flieger gefallen sind an der Via Balbia. Das ist Rommel. Rommel, der uns mit seinem Storch immer vorne besuchte, weil er natürlich, wir waren ja der Truppenteil, der am weitesten nach Osten vorgeprescht war. Und Sie sehen, das ist der Feldmarschall Rommel in seiner bekannten Art. Und das ist der spätere Oberst, damaliger Major Freiherr von Wechmar und sein Adjutant Herr von Fallois. Das ist der Wechmar, Chef der Aufklärungsabteilung, der wirklich im Ersten Weltkrieg schon mitgemacht hatte und unglaubliche Erfahrungen hatte, sein Oberleutnant Poppig und ein Oberleutnant Napp. Und die machen irgendwelchen Unsinn. Sie sehen, dass da auch rumgealbert wurde in der freien Zeit. Es gibt ja, wissen Sie, auch das vergisst man immer ganz, wenn man also nicht dabei ist. Auch in Stalingrad gab es natürlich viele Tage, wo kein Schuss fiel und wo man also sich irgendwie beschäftigte mit anderen Dingen, als nun gerade einen Krieg zu führen und auf böse Russen zu schießen oder sowas. Sie sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt die Engländer noch keinerlei Luft Hoheit, Luftüberlegenheit oder überhaupt Luftwaffe hatten, denn sonst hätten wir nicht mitten in der Wüste so eine Baracke aufstellen können. Ein paar Monate später wäre das geradezu Selbstmord gewesen. Das ist so, jetzt sind wir schon in der Cyrenaika. Die Cyrenaika ist ein Gebirgszug, der praktisch zwischen Tripolis und Kairo in der Höhe von Benghazi beginnt und der dann bis Bardia geht und Tobruk mit einschließt. Und wir hatten es geschafft, unter Umgehung von Tobruk nach bis an den Ostrand dieser Cyrenaika zu stoßen. Dort ist praktisch die Grenze zwischen Ägypten, auch heute noch, zwischen Ägypten und Libyen. Bardia heißt das. Ich habe persönlich mit einer Kampfgruppe den ersten erfolgreichen Angriff auf Bardia, Capuzzo und da ist auch dann ein Gebirgszug, der parallel zum Meer kommt, gemacht und habe da also auch, da waren Neuseeländer, die das verteidigten, die haben wir
geschützt durch Sandstürme und so weiter, haben wir umgangen und haben dann ein paar hundert Neuseeländer gefangen genommen, die uns von der anderen Richtung erwarteten. Das ist wieder ein typisches Bild dieser Via Balbia. Die ist so ungefähr 1500 Kilometer lang bis Kairo. Porto Bardia, das geht zum Hafen nach Bardia runter. Das ist an der ägyptischen Grenze die letzte Stadt. Und dann kommt die Grenze und dann geht es nach Osten weiter nach Kairo. Wir hätten es auch erreicht, unter der Voraussetzung, dass wir Treibstoff bekommen hätten, denn die Engländer waren zu dem Zeitpunkt so geschwächt mit ihren Truppen, dass wir, glaube ich, keinen wirklichen großen militärischen Widerstand getroffen hätten. Aber da zögerte Hitler, und es war natürlich richtig. Rommel war ja so ein bisschen ein Mann, der sagte, Jungs, holt euch den Betriebsstoff beim Feind. Und das war natürlich verlockend, denn wir wussten, wenn wir nach Kairo gehen, da kommen wir an Riesenlagern durch, aber es war natürlich die Frage, ob die Engländer die nicht vorher in Brand stecken würden. Und auf diese Touren konnte man sich natürlich, wenn man ein solider Mann war und kein Hasardeur, nicht einlassen. Aber wenn Rommel das gesagt hätte, wir hätten es gemacht und wir waren natürlich neuer Dinge begierig. Sie sehen, das sind wieder diese englischen Autos, die wir dann zig hatten, weil freundlicherweise die Engländer die einfach hatten stehen lassen, haben wir so viele auch heil bekommen. Und sie haben sie dann für uns angenehmerweise gar nicht kaputt gemacht, sondern sie sind einfach weggelaufen und haben die da stehen lassen. Die haben alle gesagt, wir glaubten, wir können ein paar Kilometer zurücklaufen und dann einen finden, der bringt uns mit ein paar Kanistern Benzin wieder zum Auto und dann machen wir doch jetzt vorher nicht unser Auto kaputt. Nicht? Das war die Überlegung. Für die war das ja ganz neu, dass da plötzlich deutsche Truppen kamen, nachdem die Italiener bis dahin alle weggelaufen waren. Wobei es immer jetzt so klingt, als wenn man sagt, die Italiener sind weggelaufen. Wenn sie sahen, wie schlecht diese armen Schweine ausgerüstet waren, was die schleppen mussten, da durch Sand und Sonne, und wie gut sich die Offiziere in der gleichen Situation befanden, dann hatte man Verständnis, dass diese Italiener, die sich wirklich fragten, warum bin ich eigentlich hier, dass die sagten, also ich will hier durchkommen, nach Hause zu Mama und mir ist das alles scheißegal und so weiter. Die hatten überhaupt keine Motivation. Sie sehen, was wir dafür an den Bedfords, die wurden auch als Zugfahrzeug für Kanonen gebraucht. Ich glaube, da hängt hinten eine Kanone dran oder es ist ein Anhänger. Ich weiß nicht, was die da transportieren. Das ist ein englischer Panzer. Das ist der berühmte Mark II Panzer. Da krabbelten die Lanzer natürlich wahnsinnig gerne rein, weil sie dabei natürlich auch oft ein paar Zigaretten fanden und irgendwelche Büchsen und sowas. Und wir befürworteten es auch, weil wir natürlich auch Kartenmaterial und Informationsmaterial und so weiter finden wollten, um zu wissen, welcher Truppenteil und. Also. Ich glaube, das ist das sogenannte Fort Capuzzo, sein Fort, das an der Grenze, direkt an der Grenze Ägypten-Libyen ist. Es ist bekannt worden, einmal dadurch, dass wir da, also unter meiner Leitung, Neuseeländer gefangen haben. Und dann gab es später bei der zweiten, also nach El Alamein, bei dem erneuten Angriff, hat ein Hauptmann Bach von der Infanterie dort einen fabelhaften Abwehrkampf geführt und ist also wirklich als der Held von. Das ist übrigens eine ganz lustige Gruppenaufnahme,
die auch fotografiert worden ist von unserem Offizierkorps. Das ist der Oberst von Wechmar, der durch den Krieg durchgekommen ist und später auch als Pressevertreter in Bonn eine große Rolle gespielt hat. Da hinten ist ein Oberleutnant Wolf, der bekannt geworden ist dadurch, dass er mehrere Raids in die Wüste gemacht hat, so 250 Kilometer nach Süden rein. Ein Wüstenraid ist so ein Spähtrupp in die Wüste rein. Das ist der Oberleutnant von Fallois und das ist ein Spähtruppführer, der von der Karte den Auftrag bekommen hat, auf der Karte bekommen hat, wo er hinfahren soll. Da im Süden der Wüste gibt es ja auch eine ganze Anzahl von Oasen, in denen die Engländer auch Aufklärung betrieben. Und es war ganz wichtig, mit den Leuten, die in der Oase waren, auch Verbindung zu haben, um zu hören, was hier los ist. Das ist in Bardia, also an der Grenze, ein Beobachtungsturm, von dem man aus eben auf das Meer sehen konnte und sehen konnte, ob da irgendwelche Schiffe kommen und so weiter, also von Italienern aus. Sie sehen, dass da doch eine große Steilküste ist, so wie es bei Tobruk auch ist. Das ist dann später alles sehr viel mehr durch feindliche Flieger zerstört worden. Ich hatte ja meine Kompanie, war so zur Hälfte Berliner, zur Hälfte Westfalen. Das ist eine sehr gute Mischung zwischen beweglicher Erfindungskraft und behäbigem katholischen Vertrauen. Das war eine ausgezeichnete. Und wir waren eben doch 4 Jahre Sudetenland, Tschechei, Polenfeldzug, Frankreichfeldzug, Afrikafeldzug, alle zusammen, kannten uns alle. Das war also doch schon eine wirklich erstaunlich fronterfahrene Truppe, auf die man sich sehr verlassen konnte. Wissen Sie, es hat natürlich auch, ich bin ja lange in Russland gewesen, in Stalingrad und so weiter und im Kaukasus, es hat natürlich einen unerhörten Eindruck, ob Sie wissen, dass, wenn Ihnen was passiert, Sie in Gefangenschaft kommen, ob Sie dann, ich sage jetzt mal, massakriert werden oder ob Sie zu Engländern oder Franzosen kommen, wo Sie sicher nicht besonders gut behandelt werden, aber wo Sie nicht eigentlich sich entscheiden müssen, mache ich lieber Selbstmord oder gehe ich in Gefangenschaft. Was in Russland doch sehr, also gerade im Kaukasus, als ich da bei der Infanterie war, doch sehr der Fall war, dass man sich sagte, Mensch, wenn du hier in Gefangenschaft fährst mit diesen Asiaten, die für uns damals doch auch noch das ist ja auch psychologisch, waren wir doch darauf vorbereitet, dass das natürlich alles Untiere von Menschen waren. Das ist dieser Bentheim. Wir kannten uns, so die Spähtrupps, mit den Engländern und haben auch so ein bisschen im kleinen Verkehr denen mal eine Kiste Bier stehen lassen und die uns eine Kiste Whisky und so. Das war also ganz witzig. Ja. Das sind auch zwei unglückliche Engländer, die gefangen worden sind.
die bei uns immer sehr ordentlich behandelt wurden auch. Praktisch wurden die dann zu einer Gefangenensammelstelle gebracht und dann hatten sie keinen Einfluss mehr auf das Schicksal dieser armen Schweine, wo die dann hinkamen, nach Sizilien oder in ein Lager bei Passau oder was, der liebe Gott, das war also völlig unklar. Insofern ging es denen natürlich allen am besten, als sie noch bei der Truppe sein konnten und bei uns und so, da kriegten sie dasselbe Essen wie wir und so weiter. Das ist übrigens der Major von Wechmar, der gerade das Ritterkreuz verliehen bekommen. Das ist der Rommel, der damals noch nicht Feldmarschall war. Und das ist ein Major von Borne, der bei Rommel Generalstabsoffizier war. Und das ist die Verleihung des Ritterkreuzes an ihn. Das ist so Mai 1941, anderthalb Monate bevor ich es dann bekam. Einer von Görne da hinten, Rommel, Sie sehen mit so einer Art Ledermantel und sonst genauso angezogen, wie es in Russland auch gewesen wäre, also gar nicht truppenmäßig angezogen. Das ist die rommelsche Funkstelle. Er hatte eine große Funkstelle, die gepanzert war. Sie sehen auch wieder diese Hakenkreuzfahne und da konnte man oben rausgucken. Das ist Wechmar und Adjutant Fallor mit dem Befehlsautobus, den sie da haben. Das war der Omnibus, in dem der Wechmar tagsüber auch saß. Der spielte wahnsinnig gerne Bridge und man musste ja, dieser Bus war gegen die Sonneneinscheinung, ein Sonneneinfall, war er so mit grauem Sand bespritzt. Und damit die Sonne aber Licht reinfiel, hatte man diese vier Kartendinger dahin gemacht, also ein Karo und ein Pik und so weiter. Dadurch kam Licht rein. Darin wurden die Befehle gegeben. Er hatte da einen Kartentisch und so weiter, konnte also genau, und fuhr mit dem also auch so durch die Wüste. Solange das keine feindliche Luftwaffe verhindert und den abschießt, kann man sowas machen. Später konnte es natürlich nicht mehr machen. Das ist ein PK-Mann, das kam in die Presse, Major von Wechmar im Kreise seiner Kameraden, was in Deutschland durch Aufsehen erregte, weil es also unglaublich unkonventionell war. Nicht? Wenn Sie sehen, ich bin so im kurzen Wannseehöschen und das sind diese Schildkröten. Da hatte man ein Afrika-Korps-Zeichen oben rauf gemacht, sehen Sie da diese Palme mit dem Hakenkreuz, das war ja doch das taktisches Zeichen des Afrikakorps. Das ist eine kleine Wüsteneule, die er Wechmar jetzt hat. Natürlich ein Nachtvogel. Das sind eben alles so Aufnahmen, wie sie damals für die Leute zu Hause sehr nett waren. Da konnte natürlich meine Mutter sagen, ach, da ist er ja, der Junge und so weiter. Deswegen kam natürlich sehr viel, hatten die sehr viel lieber solche Bilder als irgendwie ein Kampfbild von einem Spähwagen gegen einen anderen Spähwagen. Ich habe doch teilweise auch hat während des Kampfes auch gedreht, aber da sind natürlich sehr viele wackelige Aufnahmen, die dann beim Zusammenschneiden der Filme nicht gebracht wurden. Wenn man es heute machen würde, würde man sagen, nee, lass das mal ruhig, das ganz interessant war, dass das und das ist. Ne?
Das ist wieder dasselbe Offizierkorps, nur der Panzeraufklärungsabteilung 3. Und wir waren ja damals der alleinige Truppenteil, der da vorne rumgeisterte. Die Panzer waren sehr viel weiter hinten. Und das Schützenregiment auch und waren ein Teil. Es kam später noch eine weitere Aufklärungsabteilung, die aber sehr viel mehr im Süden in der Wüste eingesetzt wurde, während wir so ein bisschen immer mit der linken Schulter, wenn man von Westen nach Osten sieht, mit der linken Schulter am Meer vorgingen. Obwohl wir von Bardia aus zu Fuß auf diese Höhe aufgestiegen sind, wo oben die Engländer saßen mit ihren Panzern. Dass die also uns nicht totgeschossen haben, war ein Wunder. Aber das war ein richtiger Angriff, den wir führten. Und wir haben dann also auch nachts den Angriff gefahren durch diese ganzen rückflutenden Engländer, wobei es immer die Schwierigkeit war, dass man vor sich plötzlich einen Panzer sah und nicht wusste, schießt der jetzt oder ist das einer, den sie stehen gelassen haben und so weiter. Da brannte oft noch Licht drin und die Leute waren nach hinten gelaufen, um Benzin zu holen und die standen da also und konnten sie mitnehmen. Nicht? Also das ist die Ritterkreuzverleihung von mir. Da ist erst ein General von Ravenstein, der mir das Ritterkreuz verleiht. Rommel kommt dann später auch nochmal. Das sind so verschiedene Etappen. Das ist, glaube ich, im Juni 1941 gewesen. Und ich war so Nummer 100 und sowas. Also später ist es ja in die Tausende gegangen. Also damals war das doch für mich auch eine hohe Auszeichnung, die natürlich auch, das muss man genauso sagen, sehen Sie, da ist der nette Ravenstein, sehr sympathischer General, die natürlich auch für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Heldentaten gemacht wurden, die in Russland kaum einer erwähnt hätte. Aber es war spektakulär, es war in Nordafrika, es war ein Ereignis, es kam in die Presse. Und insofern wurde man geehrt. Das ist nun bei diesen Orden natürlich auch der Fall. Es ist nicht wirklich, die Leistung wird nicht abgewogen und nach dem Gewicht mit einem Orden versehen, sondern es wird der Erfolg. Nicht? Wenn Sie die Brücke sprengen, kriegen Sie das Ritterkreuz. Wenn es daneben geht, kann es eine sehr viel größere Leistung von Ihnen gewesen sein. Sie haben halt Pech gehabt und kriegen nicht das Ritterkreuz. Das ist also mehrfach verliehen worden, wie sowas dann war. Dann gab es den Korpskommandeur und dann gab es den Armeekommandeur. Und bei solchem Ereignis, was damals ja sehr einmalig auch in dem Afrikakorps war, wollte dann Herr Rommel dann auch persönlich da sein. Und dann der ihm untergebene Korpschef natürlich auch und der Divisionskommandeur auch und so weiter. Sie sehen, das ist jetzt richtig mit Musik und so weiter, die Ritterkreuzverleihung. Das ist dieser General Gariboldi und der verleiht nun italienische Orden. Da bekomme ich also auch, Sie sehen, den italienischen Verdienstkreuz erster Klasse oder Militärkreuz mit Rommel zusammen. Links ist Rommel und es wurde bei mir für diese Eroberung des Halfaya-Passes und dann auch für die Eroberung von Bardia, das wurde so verbunden, auch mit der ersten Geschichte von Agaila. Es wurde, da stand drin, hat das und das und das sich bewährt, indem er das und das und das und das und so weiter. Insofern wurden da also meine ganzen Untaten dann da reingenommen. Das ist auch entweder Bardia oder da gab es ja auch noch ein paar andere kleine Städte auf dem Wege nach Tobruk. Das ist alles so diese italienische Kolonialbauart, wo sie ja sehr viele Schattierverannen haben und Wandelhallen und sowas. Und da, wo es Lokale gab und wo sie auch Weintrauben kaufen konnten und so. Es gibt ja herrlichen Wein da.
Also das ist auch wieder so ein, wie nennt man das, so ein arabischer, also ein Verkaufszentrum, was, glaube ich, heute in Tripolis alles fabelhaft sein muss. Also die Tripolitaner haben ja ein Geld aus ihrem Öl gemacht. Das ist ja erstaunlich, nicht? Es war natürlich alles diese ganze Bevölkerung, die versuchte eben durchzukommen, nicht? Die waren zu Engländern nett, zu Italienern nett, zu uns nett und versuchten also bei den Italienern die Eier billiger oder teurer zu verkaufen als bei uns und sonst was, nicht? Also ja, da spielen sie, glaube ich, Fußball. Sie sehen. Aber auf was die dann alles kamen, diese Lanze, dass die dann auch so ein Fußballtor aufbauen konnten in der Wüste, nicht? Das waren natürlich die Berliner Jungs, die das also mit großem Vergnügen machten. Die alle aber diesen Krieg so mit einem gewissen skeptischen Humor sahen. Nicht? Was sollen wir hier eigentlich? Und der Duce und der Führer, das waren alles keine wilden Faschisten, die also mit ähnlicher Passion wie bei uns doch einige Nazis also dann wirklich sahen, dass also nun in Afrika die Welt für Deutschland gerettet werden sollte. Das sind alles Lanzer. Auch die Dame hat sich irgendwie einen künstlichen Busen. Ja, von diesen Jungs sind natürlich dann später, als ich weg war in der Schlacht von Alamein, sehr viele gefallen auch. Und beim Rückzug. Denn so eine Aufklärungsabteilung ist ja immer vorne. Eigentlich kann ich nur sagen, ich bin noch zu der für Deutschland guten Periode von Afrika weggekommen, aber ich war dann ein Dreivierteljahr in Kramnitz auf der Kavallerieschule als Inspektionschef und bin von dort direkt zu Paulus als O1 der 6. Armee nach Stalingrad gekommen. Das war wirklicher Krieg im wahren Sinne des bösen Wortes. Und dieser Krieg in Afrika hatte natürlich auch die böse Seite mit Toten. Und Sie haben das ja gesehen mit diesen 13 unglücklichen Leuten. Und später war es ja auch sehr viel schlimmer. Und diese Schlacht bei Alamein war, weiß Gott, keine Kleckerei und kein Kinderspiel. Aber wenn man es sehr extrem pointiert sagt, dann war Afrika so ein bisschen Karl May und Russland, Stalingrad, war der wirkliche vernichtende, böse Krieg mit allen, was man darunter vorstellen kann. Das ist dieser Oberleutnant Weihrauch, der sein Leben auch gelassen hat als Kommandant eines fieser Storchs. Denn nachher war das natürlich, als die Engländer die Luft überlegen hatten, war das schon ein Todeskommando, da mit dem fieser Storch rumzufliegen. Also das, glaube ich, ist eine alte Ju, die berühmte Ju-52, mit der ich dann auch von Tripolis nach Rom gefahren bin. Das ist diese fabelhaft sichere wie so ein Omnibus, aber die flog eben 250 Stundenkilometer. Und wenn sie da einen feindlichen Jäger hatte, da war das für den also ein Freudenschuss und sie waren nun. Hier sehen Sie, da ist Rom, nicht? Da bin ich mit Gelbsucht krank, aber das kam noch hinzu. Es gehörte an sich dazu, dass die
dass ich zurückgerufen worden war, weil es eine Verordnung gab, dass Ritterkreuzträger, die letzte Söhne sind oder einzige Söhne in einer Familie sind, sollten für ein Jahr aus der Front rausgezogen werden und in der Heimat Dienst tun, um der Nachwelt erhalten zu bleiben oder der Familie oder was sie nennen. Denn ich hätte sonst eigentlich so, wie ich mich stimmungsmäßig fühlte, sagen, nee, das mache ich nicht, ich bleibe hier. Aber ich konnte gar nicht widerstehen, weil einen die Gelbsucht so schlapp macht. Sie sind ja also schlapp wie eine Fliege dann durch diese Lebererkrankung. Und dann bin ich also sehr innerlich tränenweinend, habe ich meine Kompanie meinem Nachfolger übergeben und mich bei Wechmar und den Leuten verabschiedet und bin von Rom dann mit dem Zug zurück nach Deutschland.